Wunderbar. Ich würde sagen, wir starten. Es ist Punkt 11:15, der ideale Zeitpunkt, um mit unserer Podiumsdiskussion zu beginnen. Ich freue mich, heute mal das vom Spielfeldrand anzugucken. Bis jetzt habe ich immer die Podiumsdiskussion geleitet. Wir haben gedacht, dieses Jahr machen wir es mal professionell und holen eine erfahrene Moderatorin und Expertin mit in die Runde, die einen richtigen 360-Grad-Blick auf unsere Branche hat. Da ich Waltraud sehr gut kenne, habe ich gedacht, ich frage mal jemanden anderen, dass er für uns die Waltraud vorstellt. Und ich erlaube mir jetzt, euch diesen Text vorzulesen, weil er ist sehr lang, den ich bekommen habe. Und hinterher verrate ich euch auch, wer diesen Text geschrieben hat. Waltraud Ritzer ist eine erfahrene Journalistin, die derzeit als Redakteurin bei der Telekom Handel tätig ist. Sie verfügt über eine umfassende Expertise im Bereich der Telekommunikation und berichtet regelmäßig über die neuesten Entwicklungen in den Rubriken Business Solution und Betrieb und Praxis. Frau Ritzer hat im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Artikel und Analysen zu den Themen Telekommunikation, Internet of Things und Cloud Computing veröffentlicht. Die Bandbreite reicht dabei von modernen Kommunikationsplattformen wie Unified Communication und Collaboration bis hin zur Lösung aus der Cloud. Frau Ritzer zeichnet sich durch ihre fundierte Recherche und ihre Fähigkeit aus, komplexe technische Konzepte in verständliche Sprache zu übersetzen. Dabei verliert sie jedoch nie den Blick für die unternehmerischen Zusammenhänge, die diese Entwicklung haben können. Durch ihre Arbeit bei der Telekom Handel und bei den Schwesterpublikationen Internet World of Business und Com hat Frau Ritzner einen tiefen Einblick in die Herausforderungen und Chancen, mit denen die Telekommunikationsbranche konfrontiert ist. Sie verfügt über ein breites Netzwerk an Kontakten in der Industrie und ist immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung. Zusätzlich ist Frau Ritzner verantwortlich für die Communicate-Messe in München. Dies ist ein wichtiger Treffpunkt für die Telekommunikations-IT-Experten, die sich über die neuesten Entwicklungen und Trends in ihrer Branche informieren und austauschen möchten. Insgesamt ist Frau Ritzner eine hochqualifizierte und engagierte Journalistin, die sich einen Ruf als vertrauenswürdige Quelle für Nachrichten und Analysen in der Telekommunikationsbranche erworben hat. Ich bin jetzt geschmeichelt. Ich bin wirklich geschmeichelt. ChatGPT? Richtig. Wahnsinn. Ja, ich glaube, da muss ich vielleicht irgendwie meinen Namen noch ändern, dass sie Ritzer draus machen und nicht mehr Ritzer. Aber trotzdem vielen lieben Dank für die Intro, Felix. Sehr gerne. Wir kennen uns, glaube ich, intensiv seit der CeBIT 2015, muss das gewesen sein. Da haben wir uns zum ersten Mal auch mit dem Herrn Christoph Bo, der auch mit dabei ist, getroffen und über die Pipifon Deutschland geredet. Seitdem begleitest du die Pipifon lange. Und höre ich intensiv, wir haben sehr viele Gespräche immer miteinander und du gibst mir auch den notwendigen Rundumblick, was sich noch in der Branche tut. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du uns heute bei dieser Podiumsdiskussion unterstützt. Wir haben eine Besonderheit heute bei diesem Treffen. Wir haben ein Problem mit der Problem, das sich leicht zu lösen ist. In Deutschland sprechen wir immer von Systemhäusern. In der Schweiz, ich übersetze es mal, sind die Systemhäuser die Systemintegratoren. Nur so viel, weil wir heute vielleicht der eine oder andere von Systemhaus spricht, die Herausforderung des Systemhauses, bitte übersetzen in den Bereich Systemintegratoren. Waltraud, was sind denn heute die Themen bei deiner Podiumsdiskussion? Das Thema ist, wie sieht die Zukunft der Systemhäuser aus? Das klingt auf den ersten Blick so ein bisschen, ja, okay, sprechen wir ja häufig drüber. Ich glaube aber, dass die Branche gerade in einem wirklich tiefgreifenden Wandel ist und dass sich sehr viele Systemhäuser neu orientieren oder ihre Geschäftsmodelle überdenken. Jetzt sind die Bilder gerade so, okay. Und deshalb finde ich, das Thema ist aktueller, wirklich aktueller denn je. Heute haben wir auch noch die Chance, dass wir Systemhauspartner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben. Die Märkte sind sich zwar ähnlich, aber in vielen Bereichen dann doch ein bisschen anders. Ich würde einfach weitergehen mit der Begrüßung der Teilnehmer, Felix. Ich freue mich, dass wir den René Steilmann da haben von der Leiter ICT Ostzentral von der Buick. Buick ist, man sieht hinten das Logo. Ich habe den René gestern Abend noch angeschrieben und meinte,
Tut mir echt leid, aber wie spricht man euch aus? Ich bin offensichtlich nicht die Einzige, die da fragt, denn die Buick hat wirklich ein sehr amüsantes Video darüber gemacht, wie sie ausgesprochen werden. Ich habe es mir gestern angeschaut, heute nochmal meiner Tochter gezeigt. Wir waren beide sehr angetan. Die Buick ist ein Full-Service-IT-Dienstleister und betreut Kunden aus dem Mittelstand und auch Enterprise, also auch größere Kunden. Dann, René, machst du einfach mal winken, damit man auch wirklich... Hallo zusammen. Dann geht es weiter mit dem Michael Egel. Magst du auch kurz? Der Michael ist eigentlich ein Urgestein der Branche, wenn ich das so richtig sehe. Es gibt dich seit 1994 mit deinem System. Ja. Und der Michael ist, glaube ich, der einzige Systemhauspartner, den ich kenne, der mir sagt, er hat keinen Fachkräftemangel. Warum das so ist, darüber können wir auch später noch mal reden. Ich freue mich auch sehr, dass der Manuel Weibeisen mit dabei ist, der CEO von der Weibel IT aus der Schweiz. Die hat den Schwerpunkt Microsoft 365, Zielgruppe ist auch der Mittelstand, Schwerpunkt sicherlich bis 100 Seats, wie bei vielen unserer Teilnehmer, aber die haben auch Unternehmen und Kunden mit bis zu 1000 Seats. Und sein Motto ist einfach, geht nicht, gibt's nicht. Finde ich gut. Manuel Oberreiter ist der Inhaber von der Fondata Oberreiter und der ist auch mit dabei. Er kommt aus Österreich und ist fokussiert auf Telekommunikation und Modern Workplace. Auch er hat lange Erfahrung im TK-Bereich. Seit 20 Jahren bist du schon mit dabei. Und dein Hobby ist, glaube ich, heute oder hat heute deutlich zugenommen. Du spielst sehr gerne Dart. Und nach den letzten Wettkämpfen, glaube ich, gibt es deutlich mehr Menschen, die sich dafür interessieren. Und dann ist noch der Jan Emmerich mit dabei. Der ist der Geschäftsführer der NMS aus Deutschland auch. Die NMS ist ziemlich breit aufgestellt, ist in der ganzen Dachregion aktiv. Schwerpunkte sind Modern Workplace und die Cloud, also wirklich auch alle Facetten. Ihr macht Due Diligence, IT-Prüfungen bei Übernahmen und so weiter. Also ihr seid wirklich unfassbar breit aufgestellt. Und der Jan hatte mir erzählt, so ja, er mag eigentlich gerne schnelle Autos. Und dann sind wir ins Plaudern gekommen und dann hat er mir erzählt, der hat einfach mal 3 Monate im peruanischen Urwald verbracht. Also so sehr kontrastreich, Technik und dann auch so ein Sabbatical. Das zu den Teilnehmern. Ich würde beginnen damit, dass ich jeden von euch wirklich frage, was ist derzeit das wichtigste Thema in deinem Business. Michael, magst du anfangen? Sehr gerne. Ja, wichtigstes Thema. Derzeit die Herausforderungen, die man eigentlich so hat oder was jetzt wir für uns erkannt haben, ist eigentlich Teams. Es wird trotzdem immer mehr nach der Teams-Integration gefragt. Wir sind ja trotzdem TK-lastig, also eher kommen aus der klassischen Telefonie, haben das halt ja 2017 auch mit Cloud erweitert, ist über einen zweiten Hersteller. Und jetzt kommen eigentlich so die Anfragen immer mehr, wo Firmen denken, kann man nicht rein über Teams telefonieren. Das sind jetzt so gerade die Herausforderungen. Also wir haben das auch schon ein bisschen gemacht, ja, mehr oder weniger, aber jetzt kommen die Anforderungen eigentlich immer mehr, dass sie auch sagen, okay, können wir vielleicht auf PBX-Systeme verzichten und rein über Teams telefonieren. Was wir jetzt noch denken, dass es vielleicht in ein oder anderen Fällen ausreichend ist, wenn man mehr geradeaus telefoniert, aber sehr viele Firmen brauchen trotzdem irgendwie ein Routing oder brauchen vielleicht die klassische Chefsekretärschaltung und so. Also bin da noch ein bisschen hin und her gerissen, ob das letztendlich wirklich reicht über Teams. Ja. Ja, darf ich dich ganz kurz unterbrechen, weil das ist eigentlich der perfekte Augenblick, dass ich zu dem Manuel Domeisen weiterleite, der ja in dem Teams-Umfeld sehr aktiv ist, eigentlich Spezialist in dem Bereich.
Manuel, ist das für dich natürlich keine Herausforderung, aber es ist schon ein Thema oder ist es kein Thema für dich? Ist es Alltag? Das ist ja spannend, dass wir überhaupt hier sind als IT-Partner. Lange hat sich ja die IT von der Telefonie ganz stark distanziert. Und auch System Engineers wirklich in die TK reinzubringen, ist wirklich schwierig. Und Teams gab uns eigentlich die Chance, zum einen die Techniker mitzunehmen. Also, dass wir sagen, ah, das ist ja eigentlich egal, ob ich einen Exchange konfiguriere oder einen Teams, das ist eigentlich dasselbe von der Theorie her. Also kann ich mit PowerShell und ja, und darum konnte ich meine Techniker mitnehmen dort, oder? Wenn ich denen sage 3CX oder Hosted, dann kreuzen die. Genau, das ist die eine Thematik. Und auf der anderen Seite, die Kundenthematik ist natürlich, dass wir dort breit alles abbilden können. Und das ist heute auch die Anforderung im Bereich Kommunikation. Also da geht es um das Gesamtthema Kommunikation, also eben die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt, den richtigen Rollen in der richtigen Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Also es geht nicht um Telefonie oder Chat oder so, sondern es geht um Kommunikation. Das ist eigentlich der Hauptpunkt, den wir uns beschäftigen heute. Okay. Manuel, du kommst auch aus der TK-Welt, Manuel Oberreiter jetzt. Manuel, du kommst aus der TK-Welt, magst Modern Workplace-Lösungen. Ist Microsoft Teams für dich eine Herausforderung? Ist es ein Thema oder ist es etwas, wo du sagst, nee? Na, auf jeden Fall. Also ich bin da, glaube ich, auch beim Keynote-Speaker. Da sagt man, kommt um Teams nicht herum. Und das glaube ich auch so, weil Microsoft einfach so herrschende Rolle hat, oder man hat es auch gesehen anhand der Userzahlen von 13 Millionen auf über 200 Millionen ja. User in kürzester Zeit, oder? Also wie gesagt, man kommt da nicht drum herum, aufgrund dessen, dass wir von der DK-Seite her kommen, zwischendrin sozusagen dann zum Systemhaus aufgestiegen sind, uns dann aber die letzten 2,5 Jahre dann doch wieder fokussiert haben nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten, sind wir sehr schwer oder stark lastig dann eben in die Cloud-Geschichte gewechselt, in Verbindung mit 3CX vorwiegend im Moment. Aber wie gesagt, das schließt ja das Teams nicht aus, beziehungsweise ist das ja eine Ergänzung. Und wir sind da auch ganz froh, dass wir da Partner sind von PeopleFund, die uns da ja in alle Richtungen, sei es technisch oder mit Workshops und so weiter, unterstützen. Also, und die verfolgen ja ein bisschen den Ansatz, Systemhäuser sollen eher zusammenarbeiten, als wir gegeneinander arbeiten. Und das sehe ich auch so, dass Spezialisierung, glaube ich, in Zukunft einfach wichtiger wird. Und so haben wir uns halt in den Bereich der Kommunikation hinein spezialisiert, dass wir uns da eher ergänzen, als wir auseinander arbeiten sozusagen. Ja. Über das Thema Kooperationen wollten wir später auch nochmal sprechen, weil ich glaube, das ist gerade in der Zeit ein ganz wichtiges Thema. René, was ist denn bei dir gerade das Thema, das dich beschäftigt? Was ist das, was dich umtreibt? Ja, bei uns ist natürlich auch das ganze Cloud-Thematik riesig im Fokus, zusammen natürlich mit der Telefonie, die das zusammenbringt. Wir haben viele Kunden, die wir auch mittlerweile, wenn wir das Thema Teams anschauen, aufgeschaltet haben. Mhm. Die Nachfrage ist sehr groß in der Schweiz, kann ich so bestätigen. Was wir aber jetzt auch immer mehr zurzeit haben, vor allem im Industrien oder auch im Healthcare-Umfeld, dass man, sag jetzt mal, die herkömmlichen Systeme zusammen mit Teams verbindet, über Audio-Code oder wie auch immer. Da steigt die Nachfrage immer mehr, dass man so eine Office-Welt schafft, sage ich jetzt mal so, und auch eine Welt, wo ja industrielastig eventuell Produktionen noch andere Thematiken vorhanden sind. Ich denke, das haben wir beide Themen, die wir zurzeit am Bearbeiten sind. Aber der Fokus ist ja schon richtige Collaboration, ja, möglichst okay. Ein guter Austausch untereinander. Ja. Jan, wie sieht das bei dir aus? Ja, wir haben momentan die Herausforderung eigentlich, dass es auf dem Markt viele Unternehmen gibt, die in verschiedenen Stati stecken geblieben sind, von eben mal Teams eingeführt, ne, pandemiebedingt und auch nur Trial durch Microsoft und sich damit eigentlich in eine Cloud-Welt bewegt haben, in eine moderne Infrastruktur den ersten Schritt gemacht haben im Bereich Modern Workplace, wo wir uns aufhalten. Und da den Spagat zu fassen von, hey, was habt ihr denn eigentlich eingeführt für einen klassischen Geschäftsführer, der da einfach reingestolpert ist und halt ja aus der Not gedrungen da diese Implementierung durchgeführt hat, hin zu einer Beratung oder
wo auch Firmen schon sind. Was bedeutet eigentlich ein Modern Workplace Konzept mit allen Themen, die dahinter stehen? Und da ist natürlich Teams ein sehr gutes Beispiel, wie Kommunikation, Manuel, du hast es so schön gesagt, wenn eine Kommunikation stattfindet, und wie dort auch die Menschen im Unternehmen miteinander arbeiten, Remote-Arbeit, zusammenarbeiten, ne? Und diese Tools da reinkommen. Und da einfach eine User-Adoption hinzubekommen und das Mindset vom Mitarbeiter bis hin zum Geschäftsführer klar zu sagen, hey, es ist nun mal ein modernerer Arbeitsplatz, es findet nicht mehr alles im Büro statt, nur solche Meetings wie hier. Das ist die Herausforderung, da einfach die Kunden abzuholen und auch zu verstehen zu geben, hey, wie baut man das Ganze eigentlich auf? Und ein ganz wichtiger Punkt ist, die klassischen IT-Administratoren auf dieser Reise zu begleiten, denn da ist oftmals die Angst da, hey, pass auf, jetzt findet hier eine Cloud-Sache statt, die nehmen uns alle die Arbeit weg, sondern dass sich diese Arbeit einfach ganz, ganz klar verlagert hin zu einer IT-Abteilung, die als Dienstleister für die Firma fungiert und nicht mehr für den Turnschuh-Admin, der irgendwo rumrennt und irgendwelche Sachen einrichtet. Ne? So mein Eindruck, so was du jetzt geschildert hast und auch andere, so natürlich hat Corona den Arbeitsplatz massiv verändert und natürlich auch nachhaltig verändert. Ich höre aber immer wieder von Systemhauspartnern, dass ganz viele Insellösungen eingesetzt wurden, sehr viel Schatten-IT entstanden ist in den Unternehmen. Und dieses, was du eben auch meintest, diese ganzen Lösungen nur ganz selten in ein einheitliches Konzept überführt werden, was aber dringend notwendig wäre, weil es einfach verdammt unsicher ist auch. Okay. Ist es bei euch, Manuel Domeisen, ich muss bei dem Manuel ist immer jetzt den Nachnamen mit dazu sagen. Manuel Domeisen, ist das etwas, was bei euren Kunden jetzt mittlerweile erkannt wurde und ist es etwas, wo ihr Geschäft macht? Ja, das spült uns ganz viele Kunden rein, weil auch ganz viele kleine IT-Dienstleister das eigentlich nicht wirklich professionell gemacht haben. Und teilweise das, was Jan auch gesagt hat, dass sie einfach die Kunden angefangen haben, irgendwelche Strukturen aufzubauen in Teams. Und eben Teams geht über Telefonie hinweg. Und das gibt ganz viele Neukunden, die eigentlich jetzt verloren sind in diesen Strukturen. Und zum einen im Teams, aber auch gesamtheitlich IT-Tech. Und das sind riesige Potenziale für uns, eigentlich auch das Thema Sicherheit und Strukturen aufzubauen. Eben das, was Jan gesagt hat, das habe ich mir auch notiert. Oder wir gehen weg vom IT-Dienstleister hin zum Business-Prozess-Berater. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wir sind nicht mehr die Dienstleister, die eine Telefonie hinstellen, sondern wir sind die Dienstleister, die eine Kommunikationsstrategie mit den Kunden hinstellen. Und das ist ein wesentlicher Wandel, wo ganz viele Anforderungen auch an die Mitarbeiter stellt. Oder? Und ich komme nachher noch beim Fachkräftemangel darauf zurück. Ja. Ah, okay. Manuel, nun hast du, Manuel Oberreiter, in diesem Fall, nun hast du ja einen starken Fokus auf die Kommunikation. Auch der Michael kommt aus der Kommunikation. Beide beschäftigt ihr euch mit Teams. Ist das für euch ein Problem, dass manche Kunden halt wirklich den kompletten Modern Workplace abgebildet haben möchten, inklusive der IT, inklusive der Prozesse, wo ihr eigentlich überwiegend einen Aspekt mit abdeckt? Nein, also von mir aus gesehen ist das überhaupt kein Problem. Wir können das im Prinzip im abgesteckten Rahmen natürlich machen, Microsoft oder A3CX oder Peoplephone, die stellen ja da Instrumente zur Verfügung, wo man diesen Anywhere Workplace oder diesen Modern Workplace ja relativ gut und auch relativ mit wenig Manpower und so weiter abbilden kann. Nur mal zurück zur Schatten-IT, das ist ja korrekt, dass viele Kunden selber probiert haben, selber gewurschtelt haben und selber versucht haben, sich da irgendwas aufzubauen oder anzustarten und das hat halt dann nicht so optimal funktioniert und da gibt es halt dann, wie gesagt, wirklich viel Neukundenpotenzial, wo dann die Spezialisten wieder gefragt sind, das dort gerade zu ziehen oder ein vernünftiges Konzept dahinter stellen. Wir geben auch unseren Kunden zum Beispiel immer die Wahlmöglichkeit, wir geben ihm eine Teams-Integration, er kann den Teams-Client vollwertig sozusagen testen mit allen Funktionen, also sprich Richtung Telefonie. Er kann aber auch zum Beispiel gleichzeitig diesen 3CX-Client testen. Ja? Mhm.
Und in unseren Kundenklientel, also wir sind ja wenig Enterprise unterwegs, ist wirklich oft dann so, oder hat sich dann oft so herausgestellt, dass der Teams zugunsten vom 3CX-Client weggefallen ist, weil einfach Telefoniefunktionen im Moment besser abbilden kann. Ja? Alle Collaboration-Funktionen oder ein Transkript oder so, sowas wie da, ist für Teams null Problem oder sogar noch feiner, wenn ich automatisch Dokumente im SharePoint und so weiter sofort zur Verfügung habe. Ne? Da hinkt natürlich aus der klassischen Telefoniewelt kommen der Client noch hinterher, auch wenn es da natürlich Integrationen. Aber es ist natürlich für uns sehr herausfordernd, diese ganze Schnittstellen, die ganze Technologie miteinander zu vereinen. Und man muss dem Kunden ja wirklich eine ganzheitliche Lösung sozusagen anbieten in Richtung Kommunikation. Welches Label, das da noch drauf ist, ist ja dann egal. Ob da 3CX draufpickt, ob da Microsoft draufpickt, das ist dem Kunden meistens egal. Ja? Okay. Das muss auch funktionieren und vernünftig bedienen und konfigurierbar sein, auch für unsere Seite. Michael, du hattest vorhin auch Funktionen erwähnt, wie Chefsekretärin-Funktion und verschiedene andere, die viele Anwender in den Unternehmen noch schätzen. Mein Verdacht ist aber, dass diese Anwender eigentlich aussterben. Also so böse es klingt, aber wenn ich jetzt an meinen Geschäftsführer denke, der hat keine Sekretärin und braucht deshalb auch keine Chefsekretärin-Funktion, der ist Mitte 30, viele Funktionen, die sein Vorgänger noch geschätzt hat, die kennt er gar nicht und er findet, sie ist auch gar nicht sind auch gar nicht nötig. Ja, wie du sagst, ist ein Verdacht. Ich kann es jetzt auch nicht beantworten, wo die Reise dahin geht. Also man nimmt einfach wahr, dass immer mehr Teams einsetzen, wie die Kollegen jetzt auch schon gesagt haben. Für uns war es jetzt einfach noch nicht so ein Problem. Also wir haben diese ersten Teams-Integrationen jetzt mit einer WildX, glaube schon vor 2 Jahren gemacht. Da hat sich dann aber herausgestellt, dass das den Effekt jetzt für die Kunden nicht gebracht hat, den sie eigentlich wollten, oder es waren dann zu teuer, weil sie ja neben dann der WildX oder einer 3CX ja dann auch noch Teams-Lizenzen zusätzlich braucht haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das, vielleicht ist das nur 2-3 Mal im Einsatz, was jetzt mehr eigentlich gekommen ist, mehr die Anforderung war an uns, war der Präsenzabgleich zwischen Teams und der WildX, das war eigentlich das Größere, oder hier haben wir mehr Anforderungen. Aber jetzt eigentlich die Anfragen, dass jetzt rein Teams über Teams zu telefonieren, sind jetzt bei uns eigentlich recht wenig. Wir wollen uns einfach aber darauf vorbereiten, falls es mehr wird. Aber Stand jetzt ist es auch so, wie gesagt, wir sind ja sehr TK-lastig, wir gehen eher den anderen Weg. Also wie der Manuel auch gesagt hat, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir versuchen jetzt auch uns einfach auf das zu konzentrieren, was wir können. Und bei uns, ich denke mal, es ist regional vielleicht auch ein bisschen abhängig, wie man so aufgestellt ist. Wir gehen eher den Weg, dass wir mit den Systemhäusern partnerschaftlich zusammenarbeiten, ohne dass man jetzt da irgendwie geschäftliche Beziehungen hat, aber die Anzahl der Kunden, die es gibt, sagen wir mal, vielleicht Enterprise oder eigentlich eher die kleinen, mittleren Unternehmen, die haben ja IT-Systemhäuser und bei uns ist es halt so, dass man sich da untereinander kennt und jeder macht seinen Bereich. Wir kriegen halt dann auch Weiterempfehlungen und wir kümmern uns eigentlich um die Kommunikation. Aber wir haben das im Blick, dass es einfach mit Teams kommen kann. Aber bei uns, also ich kenne jetzt die Kunden, die vielleicht das alles aus einer Hand haben wollen, die kommen ja dann gar nicht zu uns. Insofern kann ich es nicht richtig beantworten. Okay. Aber die Kunden, die jetzt zu uns kommen, die legen eigentlich Wert auf Kommunikation. Und eins kann ich nur sagen, also wir von den Systemhäusern, die ich so angesprochen gehabt habe, weiß ich jetzt von 2-3 Stück, die auch Thema Telefonie gemacht gehabt haben mit Starface oder vielleicht auch mit Teams, die dann aber wieder zurückgerudert sind. Gerade heute ist wieder einer reingekommen, wo wir eigentlich wieder eine Empfehlung bekommen haben von einem Systemhaus oder Integrator, die Schweizer auch mitkommen, wo wir gesagt haben, okay, das ist trotzdem nicht unser Thema. Es gibt dann trotzdem noch spezielle Kompetenzen im Wissen, was der Kunde eigentlich so benötigt. Weiß ich nicht, ob es jetzt immer die Chefsekretärschaltung ist, aber es gibt ja Gruppenschaltungen oder so. Und also bislang fahren wir eigentlich mit unserer Schiene noch gut. Aber wir wollen auf jeden Fall die Augen offen halten, was so kommen kann. René, das ist so, wie ist denn das bei euch, René Stein, wie ist es denn bei euch in der Schweiz? Du hast gesagt, Teams kommt immer mehr.
Erkennst du da Unterschiede zum deutschen Markt oder Unterschiede jetzt auch zu den Anforderungen an Systemhäuser? Ja, ich kann da in ähnlichen Tönen sprechen wie Manuel Domeisen. Ich sehe auch gerade bei der also wie wir offerieren zurzeit. Also wir gehen wirklich mehr da in das Consulting-Bereich hinein. Wir schauen auch die Prozesse an des Kunden. Und der Anteil, sag jetzt mal, vor der Installation, wie man etwas macht, wie man etwas ausführt, der hat enorm zugenommen als früher. Früher ist man mehr auf die Funktionalitäten, auch was Michael gesagt hat, eingegangen. Mittlerweile beraten wir in den Prozessen und schauen dann, wie wir das bestmöglichst umsetzen können im Workflow-Prozess drin. Und da sehen wir natürlich mit Teams haben wir diverse Vorteile, gerade im Dokumentmanagement und allem drumherum. Wir sehen aber auch noch, dass es, was ich eingänglich gesagt habe, dass immer noch auch in der Schweiz, sag ich jetzt mal, klassische Thematiken auch gewünscht werden. Darum denke ich, oder führen wir unsere Dual-Vendor-Strategie weiter mit klassischen Systemen, sowohl auch natürlich mit Themen wie Microsoft Teams, genau. Da einfach noch beides vom Markt sehr gefragt wird oder, wie ich auch eingänglich gesagt habe, die Verbindung untereinander. Ja, okay. Jan, du hattest es angesprochen, deine Kollegen hatten es auch angesprochen. Das Systemhausgeschäft hat sich ja total gewandelt. Also es ist wirklich jetzt Prozessberatung, Consulting steht im Vordergrund. Was ich mir als Anwender in einem Unternehmen wünschen würde, auch weil ich finde, jetzt so Lösungen wie Teams sind zwar super, aber auch ein unfassbarer Zeitfresser, weil auch wirklich wenig Schulungen da waren und so echt das auch aus anderen Unternehmen, sodass man irgendwie theoretisch Zeit sparen könnte, aber in der Praxis sehr viel Zeit verliert, weil die Mitarbeiter nicht damit umgehen können und natürlich auch, weil die Prozesse nicht klar definiert wurden. Also so höre ich es aus vielen Unternehmen. Ist es etwas, was jetzt nach 3 Jahren einfach Pandemie und so weiter, haben das die Unternehmen erkannt, sind sie jetzt wirklich offen dafür und auch wirklich bereit dafür zu bezahlen, dass diese Prozesse optimiert werden? Ja, ein bisschen ketzerisch gedacht, fängt der Fisch immer vom Kopf an zu stinken. Ich glaube, egal welches Tool man einführt in ein Unternehmen, ob das jetzt Teams ist oder irgendein anderes oder ein Asana-Board vorher, die Mitarbeiter brauchen eine entsprechende Ramp-up-Phase, einen Key-Account oder eine Person im Unternehmen, an die ich hingehen kann und an die ich mich wenden kann. Und deswegen ist es sehr töricht gewesen von vielen Unternehmen, einfach mal Teams mit allen seinen Funktionen und einer E3 mit allem drum und dran, einer Telefonie, Kollaborationsplattform einfach freizuschalten, ohne eine entsprechende sukzessive Thema zu haben. Das Problem ist, oder was heißt das Problem? Die Frage ist dahinter einfach, wie findet denn das Change Management und das User Adoption im Unternehmen statt? Das ist die Kernfrage. Und das kommen wir wieder zur IT. Was jetzt der Anfang deiner Frage war, ich glaube, wir als ITler, wir können ja nur eine Sache liefern und diesen Prozess beraten, aber wenn der Prozess im Unternehmen nicht da ist, nicht vorhanden ist, dann ist die Technologie, die wir als Anwender damit haben, eigentlich zweitrangig. Und ich glaube, und das ist auch so das Thema Fachkräftemangel, die Unternehmen, die erkannt haben, dass sie Mitarbeiter schulen, trainieren, die Tools an die Hand geben, die sie brauchen, die wachsen und die werden in Zukunft auch auf dem Markt bestehen bleiben. Die Unternehmen, die sich noch nie drum gekümmert haben und einfach irgendwie, weil es jetzt mal schnell billig ist, irgendein Tool auf die User losgeworfen haben oder aus der IT getrieben, eine Schatten-IT, die dann entsteht oder irgendetwas, ich glaube, die werden dann halt an der entsprechenden Stelle im Lifecycle ihres Unternehmens irgendwo zu einem Prozess kommen, wo sie feststellen, vielleicht ist ein Umdenken, Thema Homeoffice oder wie auch immer, einfach ein Thema, was ich angehen muss, weil sonst rennen mir entweder die Mitarbeiter davon, oder ich bekomme keine guten Leute mehr, um mein Produkt, meine Firma voranzubringen. Denn am Ende steht ja das, was wir mit allen Technologien implementieren, dem Business gegenüber zu schauen, hey, wie kann ich damit profitabel einfach bestehen? Denn IT ist ja ein Vehikel dafür, fortgesetzte Schreibmaschinen am Ende des Tages. Und die muss ich halt irgendwo ein Stück weit auch meinen Mitarbeitern sauber zur Verfügung stellen. Und ja, das kostet Geld, natürlich. Und hinten raus kann ich es dann sparen, aber so ist es nun mal, ja.
Ich möchte auch noch schnell was sagen zum Thema Telefonie. Ja. Wenn man sagt, wie ist die Zukunft der Telefonie? Es ist ja, irgendwie sprechen wir jetzt nur über Teams aus meiner Sicht oder nur über Unternehmen, die im Homeoffice sind oder die nur eine Verwaltung haben. Telefonie ist ja weitaus mehr. Also wenn ich jetzt bei uns schaue, dann haben wir BMW hier, wir haben sehr viele Autozulieferer. Das heißt, die haben ja Hallen, die haben ja Gabelstaplerfahrer, die haben ja Meister, die werden jetzt keinen Laptop immer ständig mit sich tragen, um Teams zu machen. Die werden einfach normale Telefone ja auch noch brauchen. Und wenn ich jetzt von uns schaue, von den Stückzahlen her, dann ist das immer nur trotzdem noch das Kerngeschäft. Also von dem her kann Teams selbstständig funktionieren, aber es kann auch in vielen Fällen einfach nur eine Ergänzung sein. Wenn ich jetzt frage, was ist die Zukunft der Telefonie, dann wird es immer produzierende Unternehmen geben, die einfach mal geradeaus telefonieren müssen oder die einfach noch ein Decksystem brauchen, um einfach Mitarbeiter im Campus erreichbar zu machen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und in der ganzen Diskussion stehen immer diese Büroarbeiter im Vordergrund, genau. Die halt einfach am Schreibtisch sitzen oder im Homeoffice oder im Café oder im Wohnwagen oder wo auch immer. Und da werden ganz oft diese Aspekte, jetzt Produktionshallen, Logistik und so weiter, vernachlässigt. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, bei diesen Multizellenlösungen im Deckbereich, die du angesprochen hast und die ja da sehr häufig eingesetzt werden, da ist irgendwie ganz wenig Entwicklung. Ist das System einfach ausgereift und braucht es dann nichts mehr? Ja, würde ich sagen. Klar, okay. Ja, es ist dafür entwickelt worden und man möchte telefonieren, man möchte Roaming haben. Es soll funktionieren und es tut's. Wie gesagt, die Leistungsmerkmale hin oder her, aber oder ich sage mal Healthcare, Krankenhäuser, Altenheime, es gibt ja auch einfach mehr als jetzt Homeoffice oder Verwaltungsfirmen. Es gibt ja andere Bereiche auch noch. Und wenn wir von der Telefonie sprechen, dann gehört es immer noch dazu. Und deswegen glaube ich schon noch, dass es einen Markt gibt, auch für klassische Systeme. Ich sage jetzt auch mal Zweidraht. Es ist ja nicht nur alles IP. Ja. Wie wenn jetzt beim großen produzierenden Gewerbe die Telefonanlage zur Disposition steht und die hatte davor Zweidraht gekonnt, dann wird man auch wieder vielleicht eine Anlage reinmachen für Decksender, die Zweidraht können oder so. Für irgendwelche abgesetzten Bereiche ist es ja dann völlig ausreichend. Die werden dann nicht unbedingt, also so ist meine Erfahrung, die ganze Verkabelung ändern, nur dass ich IP machen kann, wenn das ursprüngliche Ziel einfach geradeaus Telefonie ist. Also deswegen glaube ich jetzt schon auch noch, dass es, auch wenn es weniger wird, aber klassische Digitalbus-Systeme auch weiterhin geben wird. Darf ich da ein lustiges Beispiel dazu geben? Ja. Zur Kommunikation. Wir hatten am Dienstag einen Installateur bei uns für eine Waschmaschine. Der hat mit seinen Kollegen telefoniert, also Telefon. Und dann musste er die Anschlüsse kontrollieren. Er hat gesagt, Moment, ich mache kurz das WhatsApp auf, ich mache ein Foto und ich sende es dir. Und das ist die Ironie an der Kommunikation, oder? Ja. Sie muss schnell und verfügbar sein. Es wird Telefonie reicht nicht aus. Ich brauche mehr Kanäle. Ich brauche einen Videokanal, ich brauche einen Sprachkanal, ich brauche einen Dateiaustauschkanal und so weiter. Also ich bin dabei. Da hast du recht, das gibt's. Aber es gibt auch die Pflegerin im Altenheim, die einfach nur telefonisch erreichbar sein muss. Es gibt unterschiedliche Anforderungen und deswegen glaube ich, wird es immer unterschiedliche Systeme nachher geben. Einverstanden. Denke ich so. Es wird schon unterschiedliche Systeme geben, aber der hybride Ansatz vom René ist da sicher richtungsweisend, dass ich immer beide Systeme, egal wie sie ausschauen, ob ich jetzt ein UP0-Telefon habe, das muss trotzdem ein Teams-Client erreichen und umgekehrt und das möglichst auch mit einer Besetzlampenanzeige am Systemtelefon, auch wenn ich mit Teams telefoniere. Das, was mir zuerst gefehlt hat, weil es die 3CX noch nicht kann, weil mein Testtelefon geläutet hat. Ja. Also deswegen habe ich ja gesagt, das ist eigentlich nicht vorkommen, dass wenn ich im Videomeeting bin, mein Hardphone läutet. Ne? Genau deswegen habe ich ja gesagt. Vermeiden wollen oder sollen. Ja. Deswegen habe ich ja gesagt, es ist oft nur gefordert, einfach die Präsenzen abzugleichen. Dass eben sowas nicht passiert, also zwischen Teams. Aber darf ich da mal kurz, ich würde gerne den René nochmal fragen. Also du hast ja gesagt,
Ihr braucht beide Systeme. In Deutschland ist die OLAP-Umstellung ja seit ein paar Jahren schon abgeschlossen. Ich denke, in der Schweiz auch, oder? Richtig, ja. Ich glaube, ihr wart früher dran als uns. Und auf dem deutschen Markt höre ich immer wieder, gibt es wahnsinnig viele alte Systeme, die wirklich mit Krücken noch am Laufen gehalten werden und wo sich manche Unternehmen mit Händen und Füßen wehren, ich will da nichts ändern. Ist es in der Schweiz ähnlich? Ja, also wir sehen sich immer wieder Firmen, die wirklich noch mit alten Systemen unterwegs sind. Ja. Das Wehren, sage ich jetzt mal, hat manchmal auch verschiedene Gründe. Meistens sind auch Gründe von Investments, welche fällig sind, dass man einen Wechsel vornimmt. Ist das Unternehmen auch selber bereit, auf eine neue Technologie zu setzen? Mhm. Weil wir haben es auch gehört von Jan vor allem, dass man muss sich bewusst sein, wenn man auf etwas Neues geht, verändert man die Prozesse. Ist das Unternehmen selber gewillt, solche Prozesse ja, einzuführen und zu ändern. Ja. Da sehen wir die Thematiken. Und ich sage jetzt mal, aber man sieht schon immer weniger wirklich ganz alte Systeme. Denn ich denke auch immer wieder, wir haben auch, später sprechen wir noch über Risiken, auch über Cybersecurity und all diese Themen und Lifecycle Management. Und ich denke, da ist es sicher wichtig, dass man Systeme hat, welche man auch warten kann, welche auf einen neuen Release laufen und ja, die Verfügbarkeit so immer aufrechthalten kann. Ja, und irgendwann gibt es ja auch keine Ersatzteile mehr für diese Geräte. Das ist auch. Das kommt dann noch dazu, das geht dann ins Riskmanagement hinein. Wie bereit ist man, an etwas Businesskritischem festzuhalten, was eventuell gar nicht mehr verfügbar ist? Genau. Nee, du hattest gesagt, viele scheuen die Investitionen. Jan, da würde ich dich gerne fragen, du machst ja sehr viel im Bereich MSP, Managed Service Providing, dass Kunden kein Projekt mehr bezahlen, keine Einmalinvestition haben, sondern pro Monat eine gewisse Gebühr bezahlen für deine Services, je nachdem, was sie halt machen. Ist ja das Modell, was uns Microsoft oder andere Anbieter einfach vorleben. Ne? Monatlich das Zahlen statt eine Office-Lizenz, die ich für Jahre gekauft habe, jetzt einfach monatlich das abzuzahlen, vom Steueraspekt her irgendwo geschickt in den laufenden Kosten drin. Skalierbarkeit, klar, das sind diese Themen, ne, die alle für ein MSP-Modell sprechen. Auf der anderen Seite ist es trotzdem wichtig, da eine Balance einfach von beiden Sachen zu halten. Mhm. Ich muss es einmal gescheit einführen, das bringt nichts. Ja, ein Kunde hat es mir so schön gesagt, nur weil ich jetzt eine Azure AD habe und eine Office 365 mit allen seinen Funktionen und Features, ist meine lokale AD immer noch nicht aufgeräumt, auch wenn ich die miteinander synchronisiere. Ja, dann habe ich zwar ein tolles Subscription-Modell und ich bin in der Cloud und wunderbar, aber ich muss trotzdem verstehen, was ich da tue und das aufräumen. Und da kommt es wieder hin, dass man auch diesen initialen Consulting-Gedanken mittragen muss und halt auch Leute braucht, die beide Welten verstehen und spezialisiert sind. Das heißt, es ist aus meiner Sicht eine Mischung, dahin eine Beratung zu geben, auch in einem C-Level in einem Unternehmen. Was findet denn da statt? Welcher Wechsel findet denn durch den Einzug dieser Technologie statt? Ist auch von der Geschäftsführung her ein klares Ja. Also es bringt nichts, wenn aus der IT oder aus dem Business heraus diese Anforderungen kommen, weil dann wird sie nämlich irgendwo gestoppt. Bei der Einführung, es muss aus dem C-Level klar sein, dass eine Einführung von so einer Technologie, egal was es ist, auch eine Telefonanlage, einer klassischen oder einem Austausch, einfach ein Invest notwendig ist, der auch kontinuierlich aufrechterhalten werden muss. Dann die Ressourcen, die ich habe, in Form von Mitarbeitern durch den Managed Service irgendwo kompensieren und sagen, hey, der Mitarbeiter muss jetzt nicht mehr irgendwelche Wartungsarbeiten durchführen an irgendwelchen Systemen, das mache ich jetzt als ein MSP-Modell. Der hat jetzt die Zeit dafür, diese Prozesse zu pflegen, die internen Leute auszubilden und das Business voranzubringen. Und diese Idee muss verstanden werden, von der Geschäftsleitung unterstützt werden, finanziert werden und im Unternehmen halt ja, ausgerollt und integriert sein. Ne? Manuel Oberreiter, magst du eigentlich viel Projektgeschäft noch oder magst du eher MSP-Geschäft? Also man muss schon sagen, seit Corona ist jetzt das MSP-Geschäft natürlich in den Vordergrund gerückt, aber andererseits ist es ja so, dass für die ganzen Konzerne oder
von der Industrie vorgegeben wird, das ganze Leben ist ja mehr oder weniger schon subscription-based. Ne? Wenn ich jetzt eine Zahnpasta über Amazon bestelle und das über ein Spar-Abo abschließe, dann habe ich eigentlich meine Zahnpasta subscription-based. Ja? Also ich heißt, ich kriege alle zwei Monate meine Zahnpasta vor die Haustür geliefert. Ne? Oder es geht mit dem Fernsehen weiter. Es hat ja keiner oder keiner nutzt mehr klassisches lineares Fernsehen alleine. Ja? Jeder hat dazu irgendein Disney Plus, ein Netflix oder ein sonstiges Abo dazu. Und das ist auch subscription-based. Genauso Zeitungsabos oder Auto ist auch subscription-based. Sobald, wenn ich nicht zum Autohändler gebe, gehe und 50.000 Euro auf den Tisch lege und so gib mir das Auto mit, sondern ich mache Leasing oder Finanzierung, dann ist eigentlich ein subscription-based Auto. Ja? Mhm. Das muss in vieler Sache halt nur dazu gewartet werden und dann bin ich halt im MSB-Bereich. Ja? Mhm. Ist natürlich okay. Für uns ein Vorteil, wir haben eine Kundenbindung, es ist aber auch für den Kunden ein Vorteil, weil er einfach einen gesockelten Betrag hat, er weiß, seine Telefonie oder seine Telefonanlage oder seine Microsoft 365 Lizenzen kosten 298 Euro im Monat. Fertig. Ja? Okay. Also ich finde, oder ist es auch so, dass das seit einem Jahr, wo einfach die wirtschaftliche Prognose mehr als unsicher ist und Inflation, Rezession und so weiter, manche Unternehmen denken, okay, ich bin jetzt einfach knapp bei Kasse oder ich weiß nicht, wie solvent ich in einem halben Jahr bin. Ich brauche aber dringend eine neue TK-Anlage. Es ist so, dass auch das MSP-Geschäft beflügelt, dass mehr Leute sagen, okay, ich will es jetzt nicht kaufen, sondern mieten. Michael, wie ist das bei dir? Nee, hat sich eigentlich nichts verändert, sage ich jetzt mal, weil dieses MSP, das hat jetzt nur einen neuen Namen, das hat es ja früher auch schon gegeben, also man hat Telefonanlagen vermietet, ganz klassisch, ich meine, du bist ja auch schon lange dabei, sagst, dann kennst du ja, das ist, also das hat es ja früher auch schon gegeben, aber es gibt immer wieder welche, die dann sagen, okay, ich habe jetzt das Geld, ich kann die Investition tätigen und ich möchte eigentlich dann was mir gehört, also es ist verschiedenes. Wie die anderen auch schon gesagt haben, es kommt sicherlich auch aufs Geschäftsmodell an, was die Kunden dann eher haben wollen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das verändert hat, weil wir es eigentlich ja schon immer gehabt haben. Ja, stimmt, das ist immer so, es hat halt jetzt so einen neuen Namen bekommen. Neuen Namen, ja. Aus der Telekommunikation kennen wir das natürlich schon seit Ewigkeiten, wobei da ja auch ein Wandel stattfand. Früher hat ein Kunde für die Telefonanlage so gut wie gar nichts bezahlt, aber dafür wirklich unfassbar teure Wartungsgebühren und Wartungsverträge. Das war ja auch ziemlich viel, ich sage jetzt einfach mal, Beschiss mit dabei. Und viele Kunden, vor allem ältere Kunden, sind da jetzt natürlich auch so ein bisschen geprellt und sehr vorsichtig. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt mit den monatlichen Lizenzen, ob das jetzt dann günstiger geworden ist. Letztendlich müsste man durchrechnen, aber wie gesagt, es gibt schon immer die und die Ansicht. Also es gibt es jetzt nach wie vor auch noch. Naja, also. Aber die eins muss man schon dazu sagen, also das Telefonanlagen mieten, das stimmt schon, das hat es immer schon gegeben. Nur jeder, der vorher einen Taschenrechner bedienen hat können, der hat sich das ausrechnen können, dass er die Telefonanlage da in Wahrheit ja zwei oder dreimal bezahlt hat. Ja. Ja. Und darum haben wir vor drei Jahren eigentlich nur Projektgeschäft gehabt. Durch die ganze MSB-Geschichte oder durch die Teams, durch die Microsoft, durch die Google, die muss das ja immer propagieren und vorleben, ist die Akzeptanz meiner Meinung nach schon viel, viel höher geworden, das auch auf jeden anderen Bereich auszurollen, ja, was das Unternehmen kommunikationstechnisch braucht. Ja. Also er sagt, es soll ja schon Microsoft gewissen Betrag im Monat, dann kann ich gleich noch eine Nebenstelle dazu nehmen. Das kann man da halt nochmal 5 Euro, 8 Euro, keine Ahnung, was dazu. Also die Akzeptanz, finde ich, ist einfach viel, viel höher geworden, dass sie da mehr oder weniger durch diese Anywhere Workplace-Geschichte, wo sie ja hineingezwungen worden sind, ja, weil einfach ins Homeoffice gegangen sind oder müssen ins Homeoffice gehen haben müssen, dass das einfach erstens einmal die Digitalisierung gepusht hat, volle, und zweitens die Akzeptanz für dieses MSB oder Subscription-Based-Modell viel, viel höher war nicht. Bei den kleineren Kunden gebe ich dir recht, du hast es ja auch richtig gesagt, durch diese ganzen Subscription, was man ja überall hat, im Fernsehen oder überall, ist die Akzeptanz bei kleineren Kunden auf jeden Fall höher geworden, gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, bei größeren gab es es eigentlich schon immer und muss sagen, natürlich hat sich die Hardware irgendwann einmal bezahlt, aber sie haben ja auch den Service dabei gehabt und haben ja ein funktionierendes System gemietet. Also auch wenn ein Decktelefon kaputt war, ist ja ausgetauscht worden. Also deswegen war das Preis-Leistungs-Verhältnis jetzt nicht immer falsch. Hat man halt
mal ist man Hund, mal ist man Baum, sage ich immer, kommt halt dann darauf an. Ja, mal das Glück. Ich würde jetzt gern das Thema, das wir schon ein paar Mal so angeschnitten haben, nochmal wirklich konkreter aufgreifen, und zwar den Fachkräftemangel. Jan, du hast gesagt, Fachkräftemangel, dem kann man auch vorbeugen, sowohl auf deiner Seite als auch auf Seite der Kunden, indem man einfach Strukturen und Prozesse schafft, um Mitarbeiter zu entlassen und deren Jobs attraktiver macht. Mitarbeiter zu entlasten, nicht entlassen, Entschuldigung. Kurz zusammengefasst, habe ich dich da richtig wiedergegeben? Also, ja, natürlich. Ne? Also, ich glaube, man kann sich über einen Kamm scheren. Es gibt Industriebereiche, wo es einfach extrem schwer ist, gute Leute zu finden. Und ich glaube, dass Deutschland, da hängen auch noch viele andere Themen mit dran, fängt bei der Politik an und geht ganz weite Facetten. Ich glaube, die würden den Rahmen heute sprengen. Ich glaube aber, wenn man als Unternehmen sich modern gestaltet und gute Tools hat, dass man leichter sich damit tut, einfach Mitarbeiter zu finden und einen modernen, frischen Geist ins Unternehmen einlädt, als wenn man klassisches, alteingesessene Themen hat. Natürlich ist ein Handwerksbetrieb oder Trigema hier bei uns um die Ecke am Bodensee, die irgendwo Näharbeiten machen, da brauchst du die Leute, die einfach vor Ort sind. Das ist einfach so. Allerdings auch da fängt es wieder an, wie modern ist denn mein Unternehmen? Wie fange ich denn, also es sind ja viele Themen, es ist nicht nur die Technologie als Thema, sondern auch das Denken, was dahinter steckt, was jetzt einen riesengroßen Umschwung erfahren hat in den Unternehmen, in den Köpfen der Unternehmer, die auch ihre Mitarbeiter einstellen, von Incentives, Betriebsthemen und Altersvorsorge, ein Handy einfach mal rausgeben, Firmenwagen, wenn es noch gewünscht ist, flexiblere Arbeitszeiten, ja. Das sind ja alles Themen, die sind mittlerweile bei zumindest den Bürotätigkeiten ja mindestens so einen hohen Stellwert nehmen die ein, wie ein Gehalt am Ende des Tages, wie flexibel ich arbeiten kann, von wo aus ich arbeiten kann, ob ich mit den Kindern irgendwo am 2 Wochen Urlaub machen kann und trotzdem eine Woche remote worken kann von keine Ahnung wo aus, ja. Also das sind alles Themen, die sind extrem wichtig, und da hilft uns wieder nur die Technologie und die Kommunikation zu meinen Mitarbeitern, zu meinen Kollegen, zu meinen Kunden und der Austausch dazu. Ja, hast du offene Stellen? Wir haben offene Stellen. Wir sind immer in der glücklichen Situation, dort die Balance einfach zu halten, von Mitarbeiter suchen und natürlich auch ein Kundengeschäft weiter aufzubauen, dass sich das da die Balance hält. Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn die meisten Unternehmen scheitern nicht nur daran, nicht die Mitarbeiter zu finden, sondern ein gutes Fulfillment zu haben für die Unternehmen oder für seine Kunden. Und das ist ja das Thema, was wir vorhin hatten, Managed Service Provider. Wenn ich einen guten Managed Service habe, der von gut gepflegt wird, dann kann ich ein sehr gutes Fulfillment dem Kunden bereitstellen. Und dann sind die dafür auch bereit, Thema Miete oder Thema Monthly Subscriptions, dafür einen gewissen Betrag zu zahlen. Und je mehr digitale Prozesse ich etabliert habe, umso weniger brauche ich Mitarbeiter, die einfach diese Mentalität verfolgen. Ich muss jetzt ad hoc, hey Joe-Prinzip schnell irgendwo rein und damit stetig zu wachsen. Das ist die Herausforderung, das Ziel, klar. Manuel Domeisen, du schaust ein bisschen kritisch. Bist du anderer Meinung? Nein, oder? Ich bin voll dabei. Ich denke, die Problematik in den Unternehmen, die wir sehen, ist die Change-Prozesse, also die Resilienz, sich zu ändern, dort die Balance zu finden in der Geschwindigkeit. Auf der einen Seite habe ich immer Resistenz bei gewissen Änderungen in den Prozessen oder bei Mitarbeitern. Ich brauche dann, damit ich mich für Junge auch attraktiv gestalten kann, brauche ich vielleicht einen anderen Change-Prozess. Ich muss ein bisschen moderner, ich muss anders arbeiten. Und dort den Spagat zu machen dazwischen, ist nicht immer ganz einfach. Also für uns auch. Weil wenn es dann wieder zu schnell geht, dann ist es auch wieder Überforderung, oder? Also man muss so eine gute Balance finden. Und ich kann auch von uns selber sprechen, oder? Damit wir attraktiv sind als Arbeitgeber, muss ich zum einen technologisch vorne mit dabei sein. Ich muss aber zum anderen meine, sage ich mal, resilienteren Kunden auch noch bedienen können. Und für das brauche ich halt auch Mitarbeiter, die da noch Spaß haben an so etwas. Und das ist ein riesiger Spagat, den wir aktuell machen. Und ja. So ein bisschen ist es auch so, dass man junge Mitarbeiter anziehen möchte, die aber schon manchmal einfach anders denken und gleichzeitig die alten Mitarbeiter halten möchte und auch muss,
für ein bestimmtes Kundenklientel, aber dass es schwierig ist, auch die beiden Welten manchmal zusammenzuführen? Manuel? Oder habe ich mich jetzt etwas kryptisch ausgedrückt? Das tut mir leid. Das ist ja genau die Kultur. Und die Kultur im Unternehmen ist ja genau das. Ich brauche ja beides. Ich brauche ja die treiben, die, sagen wir, die Greenhorns, die dann vielleicht ein bisschen naiv in neue Themen reingehen. Und dann brauche ich aber auch Seniorität, die das wieder stabilisieren und standardisieren kann. Und das ist, und das sehe ich auch bei unseren Kunden, oder? Wenn ich da mit neuen Technologien reinkomme, meine Frage ist immer zuerst, wie sieht euer Change-Prozess aus? Und dann habe ich ein großes Fragezeichen im Gesicht, meistens. Und das kann ich mir vorstellen. Also sprich, wir arbeiten zuerst an der Kultur und zuerst am Change-Prozess beim Kunden, bevor wir etwas einführen, weil es bringt nichts. Sonst habe ich einfach Technologie dort und dann, ja. Michael, du hast gestern, wolltest du was anderes nie? Ich wollte einfach sagen, ich finde auch sehr wichtig, dass es einen guten Mix gibt zwischen jüngeren und älteren Mitarbeitern. Was ich aber auch noch erwähnen möchte, gerade aus der Erfahrung von den letzten Jahren, nur weil ein Mitarbeiter etwas älter ist, in unserer Branche heißt es noch lange nicht, dass er nicht mit den neuen Technologien mitgeht. Also wir erleben es, dass gerade unsere Senior System Engineer im Bereich zwischen 45 und 55 oder bis 60 wirklich top aktuell sind. Sie haben die Erfahrung, sage ich jetzt mal, aus der alten Welt gehen, haben den smoothen Übergang in neue Welten und Technologien gefunden. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, welcher wir in unserer Unternehmen haben, dass wir auch langjährige Mitarbeiter, auch fortgeschrittene Alter, sage ich jetzt mal so, die sich den neuen Themen die sich diesen Themen annehmen. Und wir machen sozusagen die erfolgreichsten Projekte auch gerade mit diesen Mitarbeitern. Die sind rar, oder? Also ich habe auch viele, die älter sind, die einfach den Move nicht gemacht haben. Das ist schade. Und die sind jetzt ab, die sind weg vom Markt oder die braucht es nicht mehr. Und sich das mal ehrlich vor Augen zu führen, das muss man auch. Also in der IT, wenn du nicht täglich lernst, ist fertig, oder? Und das ist nicht mehr nur in der IT, sondern es ist heute in jedem Unternehmen so. Wenn du die Lernbereitschaft nicht mehr hast, dann ist ja. Da gebe ich dir recht. Ja, es hat natürlich da eine Splittung gegeben, definitiv. Aber die, die den Weg gemacht haben, die sind jetzt sind rar, aber sehr wertvoll. Genau. Okay. Michael, ein Geheimnis müssen wir jetzt noch lüften. Ich habe an dich angekündigt als den Systemhausbetreiber, der keine offenen Stellen hat und der Fachkräftemangel nicht kennt. Woran liegt das? Naja, dass wir keine offenen Stellen haben, stimmt nicht ganz. Wir haben im Büro suchen wir schon jemanden, aber ich muss ja sagen, wir sind ja auch viel kleiner. Wir sind ja nur 10 Leute und wir bilden einfach aus. Also wir stellen Praktikums zur Verfügung und wie die Kollegen auch schon gesagt haben, muss natürlich irgendwie attraktiv sein, muss denen vielleicht die dann einen Lehrvertrag dann abschließen, die kriegen dann auch gleich ein MacBook und oder solche Sachen und wie gesagt, wir bilden aus und behalten sie dann eigentlich. Aber das ist natürlich eine ständige Herausforderung, immer attraktiv zu sein, den Mitarbeitern was zu bieten, einen interessanten Job, auch eine gute Bezahlung. Aber bislang ist es aufgegangen. Aber also wie gesagt, im Büro könnte man schon jemanden brauchen noch. Aber von den Technikern, also wenn jemand Lust hat, bei Michael zu arbeiten, ja, genau. Also von den Fachkräften haben wir kein Problem. Auch mit der Ausbildung, also ich kenne auch wirklich Systemhäuser, Hauschefs, die mir erzählt haben, dass sie halt von Beginn an ihren Azubis mehr bezahlen, sie mit MacBooks oder was auch immer auch locken, weil sie auch die Erfahrung gemacht haben, dass manche Wettbewerber ihre Azubis irgendwie in die Berufsschulen schicken, um zu schauen, wer ist denn da gut, wer hat Potenzial, um die dann gleich abzuwerben. Also es waren manchmal hanebüchene Geschichten. Fachkräftemangel aber ist ein Thema sicherlich. Wir hatten schon mehrmals gestreift, so die Zeit neigt sich leider schon dem Ende zu, aber wir hatten schon mehrmals das Thema Kooperationen gestreift. Manuel Oberreit, du hattest gesagt, du magst das. Michael, du magst es auch sehr intensiv mit IT-Systemhäusern. Macht ihr
drei anderen das auch? Kooperiert ihr mit anderen Systemhäusern, um Full-Service-Anbieter zu werden oder sein zu können? Oder seht ihr euch eher in der Rolle des Generalisten, der eigentlich keinen braucht? Und vielleicht magst du antworten, Jan? Ja, ist eine Fettnäpfchenfrage. Muss man ein bisschen drum herum gehen. Also prinzipiell, ja, natürlich, eine Zusammenarbeit ist immer gut. Das Problem bei dem Wort Zusammenarbeit, das klingt erstmal auf den ersten Blick irgendwie toll und ja, lass uns zusammenarbeiten, aber was heißt es denn am Ende? Am Ende heißt es, man muss klar irgendwo dem Partner auf Augenhöhe begegnen und sagen, hey, ich stecke meine Gebiete irgendwo ein Stück weit ab oder nehme ich als Submin rein, denn ein Kunde ja, möchte ja am Ende des Tages nicht 10 Ansprechpartner haben, mit denen er irgendwie kommuniziert, sondern einen Ansprechpartner, wo er ein Produkt, eine Lösung für ein Problem oder eine Implementation herbekommt. Wir arbeiten auch mit anderen sehr großen Systemhäusern zusammen und nehmen auch da teilweise dann White-Label-Tools, die einfach aus der Praxis, aus der nahen Erfahrung da sind, die man dann mit bei unseren Kunden mit anbieten kann. Solche zusammenarbeitenden Themen, ja, halte ich für super sinnvoll, dass man nicht jeder sein eigenes Tool entwickelt für, das heißt, ein Intune-Deployment, wo man irgendwelche Software-Paketierungen machen muss, wenn es das aus einem zentralen Service gibt, dann ist es sicherlich was Geschicktes, wo ich immer wieder ein Stück weit sage, hey, es muss halt einfach ein Zusammenwachsen irgendwo sein mit Partnern, ist, dass man Projekte Hand in Hand macht. Und da ist es halt, wie gesagt, finde ich sehr, sehr wichtig, einen Partner auf Augenhöhe zu treffen. Fängt bei den Mitarbeitern an, die dann links, rechts sind, mit dem Projektmanagement, was dahinter steht, mit dem gemeinsamen Auftreten oder da halt auch einem Abstimmen, wer kann welchen Themenbereich übernehmen. Ja. René, wie ist es bei euch? Ich sage es mal so, wir haben ein sehr großes Portfolio, das wir anbieten. Ich sage auch immer wieder, wir dürfen nicht über unseren eigenen Stolz stolpern. Also ich bin sehr für Kooperationen, gerade in spezifischen Themen. Es gibt Firmen, die wirklich nur Segmente, Sektoren bewirtschaften und das tagtäglich. Und die können sicher Sachen besser abhandeln, als wenn wir zum Beispiel in ein Projekt das einmal machen müssen. Und dadurch bin ich dort sehr offen, Kooperationen einzugehen. Wir haben Kooperationen und wir fördern das auch. Aber das ist, wie gesagt, auch ein gegenspielig. Also wir sind auch Kooperationspartner, sowohl gehen wir Kooperationen ein. Und ich denke, gerade in einer immer komplexer werdenden Welt, in den Themenbereichen, ist es wichtig, dass man da offen ist für solche Themen, wenn man mit dem Fortschritt mitgehen will. Weil dass alle Mitarbeiter immer auf diesem Thema aktuell voran sind, auf jedem Gebiet, denke ich, ist für jedes Systemhaus in Deutschland zum Beispiel schwierig oder auch bei Integrationen in der Schweiz. Ja, genau. Also ich bin offen für dieses Thema und wir machen und leben dies auch. Manuel Domeisen, du hast ein paar Mal genickt. Ja, das schließt mich eigentlich den Vorredner an. Ich möchte es ergänzen durch, wir wollen eigentlich wirklich der zentrale Ansprechpartner sein für den Kunden und eigentlich unsere Spezialisten dann dazu holen. Aber wir bleiben in der Verantwortung. Das ist mir ganz ein wichtiger Punkt eigentlich, ja. Dann der zweite Punkt ist Kooperation gerade mit kleineren Systemhäusern, wo wir zum Beispiel die kompletten Prozesse und Einkaufsdienstleistungen und, wo sie sich echt bei uns einfach anhängen können und auch diese Dienstleistungen nutzen können. Und das ist natürlich für alle ein Gewinn, oder? Weil wir haben relativ viel investiert in Prozesse und Standards und die können wir eigentlich so mehr oder weniger weitergeben. Und ein kleines Systemhaus, und da gibt es viele in der Schweiz, die haben gar nicht die Kraft, heute die Prozesse und technologische Führerschaft dort beizubehalten. Das können wir eigentlich denen liefern. Das ist natürlich häufig für beide Seiten ein Vorteil. Ihr erhöht eure Volumina und lastet eure Prozesse aus und die Systemhäuser, eure Partner haben günstigere Einkaufskonditionen. Ist ein der Synergieeffekte. Ja. Es ist 12.14 Uhr. Felix ist bei mir wieder da. Eigentlich schade, oder? Dass jetzt schon unsere Zeit vorbei ist. Ich glaube, es war sehr viel dabei, was ideales Thema ist für heute Abend, die Launch, ab 16 Uhr, weil ich habe da das eine oder andere Thema mitgenommen. auch das Thema Change Management.
Ja. Was, glaube ich, sich dann auch gleich nachher in unsere Keynote anschließt, die wir um 13 Uhr haben werden. Weil da geht es dann nicht um die Technik, sondern es geht um die Räumlichkeiten. Wir reden hier von Shared Desk, weil wir haben auf der einen Seite vor einigen Jahren ja die Herausforderung gehabt, dass auf einmal das Büro leer war oder nur so und so viele Leute im Büro sein durften. Und seitdem gibt es ja auch das Konzept Shared Desk. Mietfläche ist teuer, Mietfläche wird runtergefahren. Zwei Mitarbeiter teilen sich einen Schreibtisch. Um solche Konzepte, wie auch das spannend für die Systemhäuser sein kann, werden wir um 13 Uhr mit einer Keynote haben. Für das Thema Personalknappheit und Fachkräftemangel möchte ich noch eins mitgeben, einen Bericht aus der FAZ, Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das René hatte so mal den Jahrgang, die jetzt so um die 55 sind, in den Raum geworfen. Danke. Wir halten das aus. Ich wollte nur sagen, wir gehören zu dem Bereich Babyboomer. In den nächsten 15 Jahren gehen rund 12,9 Millionen Menschen in Rente in Deutschland. Das heißt, wir steuern auf noch mehr Fachkräftemangel zu. Ja. Und deshalb wird das Thema, was ihr sehr ausführlich besprochen habt, mit Kooperationen immer wichtiger. Und ich glaube, das sollten wir heute noch mal vertiefen oder auch dann spätestens in den kommenden Monaten, weil ich finde das Thema extrem wichtig und spannend. Wir sammeln jetzt kurz mal alle unsere Kräfte. Wir haben jetzt eine Pause bis 13 Uhr. Dann kommt die Keynote. Nutzt bitte die Pause, um bei unserer Messe vorbeizukommen, die Aussteller zu besuchen oder einen virtuellen Dinner einzunehmen in unserer Lounge. Vielen Dank, Waltraud, für die gute Leitung. Vielen Dank an euch, Systemhäuser und Systemintegratoren, für wirklich sehr interessante Themen. Du wolltest noch was sagen, Waltraud? Ich wollte mich natürlich auch bedanken für die sehr spannende Diskussion, für die vielen Themen, die wir angesprochen haben, für eure rege Teilnahme. Und ich hätte noch eine Bitte, Felix. Beim nächsten Mal, vielleicht könnten wir doch mal wieder einen Partnertag vor Ort machen oder irgendwie uns vor Ort treffen, weil ich hätte jetzt einfach wahnsinnige Lust, heute Abend mit den Herren noch an der Bar zu stehen, ein Glas Wein zu trinken und über das eine oder andere Thema zu reden und das zu vertiefen. Ja, dann mache ich doch mal kurz Werbung. Ja, dann kann ich die gleich erfüllen. 22.09. Hier in Fellbach, Schwabenlandhalle. Es findet der Peoplephone Partnertag live statt. Wir haben auch schon letztes Jahr den live gemacht, weil mir ist das sehr wichtig, mit den Partnern persönlich zusammen, abends zusammenzustehen und nicht nur immer virtuell. Virtuell ist gut fürs Tagesgeschäft, gute, schnelle Meetings oder wir jetzt drei Länder treffen sich, dann ist das auch hervorragend. Aber so ein Partnertag, wo man zusammenstehen kann, werden wir ja sicher einige Momente noch dieses Jahr haben. Bald drauf. Ja, perfekt. Ja. Und dann sehen wir uns vielleicht alle im September in Fellbach, oder? Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin dabei. Okay. Natürlich sind die Schweizer und Österreicher Kollegen herzlich dazu eingeladen. Ich hoffe es. Also, ja, dann guten Appetit und bis später um 13 Uhr bei der nächsten Keynote. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Servus.